Liebe Brüder und Schwestern, sie klingen schon recht hart, die Worte Jesu im heutigen Evangelium. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückschaut, taugt für das Reich Gottes. Ja, die Nachfolge Jesu, sie fordert von uns eine Entschiedenheit, eine konsequente Entscheidung. Es ist keine Entscheidung für ein bequemes und angenehmes Leben, obwohl der Herr uns all das gibt, was wir nötig haben, ist die Nachfolge Jesu zuerst auch immer eine Kreuzesnachfolge. Jesus geht ganz bewusst nach Jerusalem, so hören wir heute. Und er weiß, was ihm bevorsteht. Er weiß, dass seine Botschaft von den meisten Menschen nicht angenommen wird, dass er von den Schriftgelehrten, von den Ältesten und hohen Priestern verworfen wird, dass man ihn zum Tode verurteilen wird, ja, dass er einen ganz furchtbaren und schmerzlichen Tod erleiden wird am Kreuz, ja, dass er menschlich gesehen in Schande endet, dass er rein menschlich gesehen scheitern wird mit seiner Botschaft, mit seinem Auftrag, mit seinem Anliegen. Und dennoch, der Herr geht seinen Weg konsequent weiter. Weil er für uns Mensch geworden ist, weil er weiß, dass er gekommen ist, um unsere Schuld zu sühnen, um unsere Sünden zu tragen, unsere Schmerzen, unsere Schuld auf sich zu laden, wie es auch in der Schrift heißt. Ja, um uns zu heilen von unseren Wunden, die Sünde und Gottlosigkeit geschlagen haben. Ja, nur Jesus kann uns befreien aus der Macht der Sünde, des Todes. Nur er kann uns wieder heimholen aus unserer Gottferne. Nur er kann für uns wieder Weg werden zum Vater, zum Leben. Ja, Jesus selber möchte für uns Auferstehung und Leben sein. Ja, Nachfolge Jesu, unser Glaube fordert Vertrauen, Vertrauen und Hingabe. Eine oberflächliche Begeisterung für Jesus ist zu wenig. Er sagt, wer mich liebt, hält fest an meinem Wort, er hält meine Gebote. Ja, das ist das Zeichen, ob wir Gott wirklich lieben, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir bereit sind, auf gewisse Bequemlichkeiten zu verzichten, wenn wir auch bereit sind, den Weg der Selbstentäußerung, des Opfers, der Hingabe an ihn und die Mitmenschen zu gehen. Wenn wir immer bemüht sind, unseren Egoismus zu überwinden und die Nächstenliebe zu üben. Wenn wir, so wie Jesus, Barmherzigkeit schenken, wenn wir die Werke der Barmherzigkeit tun, gerade jetzt, wo unser Papst Franziskus dieses Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat. Gerade in dieser Zeit sind wir wieder eingeladen, aufgefordert, erneut die geistlichen und leiblichen Werke der Barmherzigkeit zu tun, damit auch wir Erbarmen finden vor Gott. Ja, den Stolzen, den Überheblichen tritt Gott entgegen, den Demütigen, den Barmherzigen schenkt er seine Gnade. Ja, Gott hat uns Erbarmen geschenkt. Schon in der Taufe hat er sozusagen, wie es heute auch in der ersten Lesung geheißen hat, seinen Mantel über uns geworfen. Er hat uns das neue Kleid der Gnade geschenkt, ein neues Leben in ihm. Grundgelegt in der Taufe wie ein kleines Samenkorn, aber es fordert unsere Mitarbeit, unsere Mithilfe,
damit dieses Samenkorn des göttlichen Lebens in uns wachsen kann. Ja, damit wir selber Weg werden können für unsere Mitmenschen. Wenn wir nur auf uns selber vertrauen, nur das tun wollen, was wir selber im Sinn haben, was uns selber richtig und recht erscheint, wenn wir nur unseren eigenen Plänen folgen, das, was wir vor Augen haben, dann kommen wir ab vom Weg. Und ich denke da an ein ganz einfaches Beispiel. Gestern war es sehr heiß, die Sonne hat gestrahlt und vor unserer Klosterpforte ist ja eine große Glaswand. Die Tür steht offen, die Sonne strahlt herein, es ist sehr hell und sehr schön. Und ab und zu fliegen da Vögel und Insekten herein, Schmetterlinge. Und sie bleiben vor dieser Glaswand. Die Vögel versuchen unentwegt durch diese Glaswand hindurchzufliegen. Sie verstehen nicht, dass da keine Möglichkeit ist, hinauszukommen. Auch die Schmetterlinge, die anderen Insekten. Sie kennen das auch sicher von ihren Wohnungen, von ihren Häusern. Vor den Fenstern sammeln sich oft Insekten und Tiere. Sie verstehen dieses Geheimnis der Glaswand nicht. Sie kennen nicht dieses Glas, sie sehen nur das Licht, die Sonne. Sind wir nicht selber auch oft so wie diese Tiere, dass wir ständig gegen diese Glaswand fliegen wollen, dass wir aber nicht bereit sind, auf die Stimme Gottes zu hören, uns dem Herrn anzuvertrauen, seiner Führung. Nur er kennt den Weg hinaus. Ohne ihn fliegen wir unentwegt gegen diese Wand bis zur Erschöpfung, ja vielleicht sogar bis zum Tod. Wir müssen uns hineinlegen, hineinbegeben, ja ihm, seinen Händen anvertrauen, dann trägt er uns hinaus in die Freiheit. Nur er kennt den Weg, er schenkt uns die Gebote, er schenkt uns sein Wort. Er möchte für uns Licht sein, Weg zum Heil, in die Freiheit, in die Freude. So wollen wir jetzt auch wieder neu zum Herrn kommen und ihn bitten, ja, Herr, befreie uns von aller Schuld. Vertrauen wir uns ihm, seinem Wort an. Hören wir auf seine Stimme. Lassen wir uns erfüllen von seinem Heiligen Geist. Dann werden wir, wie der Apostel sagt, nicht Sklaven des Fleisches, der nur menschlichen Bedürfnisse sein. Lassen wir uns vom Geist leiten. Dann werden wir nicht Sklaven der Triebe, Sklaven des Materialismus sein, dann werden wir nicht die irdischen Dinge vergötzen oder unseren Körper an die Stelle des wahren einzigen Gottes setzen. Dann werden wir wirklich den Weg zum Leben finden, ja die Fülle des Lebens empfangen, das nur Gott uns schenken kann, in seinem Sohn Jesus. Amen.